Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu einem neuen Stephen King Video. Und zwar geht es heute mal nicht um Bücher per se, sondern vor allen Dingen um die Verfilmungen von Stephen Kings Werken. Heute gibt es nämlich eine Übersicht über kommende Adaptionen, also Filme und Serien, die in nächster Zeit basierend auf Stephen Kings Büchern rauskommen. Und das sind tatsächlich einige. Wenn man nämlich mal die IMDb-Seite von Stephen King durchgeht, sieht man wirklich ganz, ganz viele Filme und Serien, die irgendwie gerade in Produktion sind, wo die Rechte von verkauft wurden oder sonst irgendwie die angekündigt wurden. Aber die Filme und Serien, die ich euch in diesem Video hier vorstelle, gehen auf jeden Fall sehr viel tiefer als eine oberflächliche IMDb-Recherche. Ich rede also vor allen Dingen über Filme und Serien, bei denen es schon konkretere Details irgendwie gibt. Und natürlich, aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann sich das irgendwie alles die ganze Zeit ändern. Man weiß nie, wo irgendwie der Dreh gestoppt wurde, wie die Synchronisation vorangeht und so weiter und so fort. Deswegen sind die Informationen alle ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich habe mein Bestes getan, das Ganze für euch zusammenzutragen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der ersten Serie an. Denn es ist tatsächlich irgendwie ein Muster zu erkennen, weil sehr, sehr viele Werke von King zurzeit als Serie adaptiert werden und sich in Produktion befinden. Die allererste Verfilmung, die wahrscheinlich auch 2020 noch rauskommt, ist die Neuverfilmung von The Stand, aka Stephen Kings dicksten Einzelroman. Das Ganze gab es in den 90ern, glaube ich, schon mal als TV-Serie, als Miniserie adaptiert. Und nun soll es 2020 bei CBS All Access eine Neuverfilmung hiervon geben. Das sind dann einfach 10 Folgen, die dieses Werk hier verfilmen. Und wir haben auch schon einen Cast. Dabei sind nämlich unter anderem Whoopi Goldberg, James Marsden, den wir vielleicht aus Westworld kennen. Und Alexander Skarsgård wird die Rolle von Randall Flagg übernehmen. Und das ist immerhin der Bruder von Bill Skarsgård, der ja immerhin bei Stephen Kings S den Pennywise gespielt hat und auch bei Castle Rock mitspielt. Das ist vermutlich direkt die Verfilmung, auf die ich mich irgendwie am meisten freue, weil es war ja klar, dass diese 1700 Seiten nicht in einen einzigen Film reinpassen. Deswegen da jetzt eine 10-teilige Serie draus zu machen, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist es natürlich auch etwas, was wirklich sehr, sehr tagesaktuell ist. Denn bei The Stand geht es um ein Virus, das den Großteil der Bevölkerung dahinrafft und um den Kampf zwischen Gut und Böse. Interessant ist natürlich auch, dass wir hier bei The Stand den größten Bösewicht aus dem Stephen King-Universum, nämlich Randall Flagg, wieder zu Gesicht bekommen, der ja auch im Dunklen Turm den Antagonisten spielt. Und den dann jetzt von Alexander Skarsgård verkörpert zu sehen, das könnte, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut werden. Und CBS All Access-Serien gibt es hierzulande, glaube ich, viel bei Netflix. Zumindest die neue Star Trek-Serie läuft dort eigentlich und ist hierzulande auf Netflix beheimatet. Deswegen muss man mal gucken, wo die Serie dann schlussendlich in Deutschland landet. Vielleicht ja sogar auf Netflix. Und 2020 sollte es tatsächlich soweit sein, dass sie rauskommt. Es gibt aber noch keinen Trailer oder sonst irgendwas, aber es gibt einen Cast, es gibt Drehbücher, es wird schon gedreht. Dementsprechend 2020. Wenn Corona da nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, wird es soweit sein. Die nächste Serie, auf die wir uns freuen können, wird bei Apple TV beheimatet sein. Und zwar ist das die Verfilmung von Love, aka Lycie Story. Und was hier für Leute dahinter stecken, lässt mich auf jeden Fall das Allerbeste hoffen. Produziert von J.J. Abrams, der ja immerhin auch schon den Anschlag produziert hat von Stephen King und auch bei Castle Rock maßgeblich beteiligt ist, in der Hauptrolle Julianne Moore, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Und Julianne Moore produziert genauso wie J.J. Abrams und Stephen King schreibt die Drehbücher aller 10 Folgen. Stephen King selbst betitelt Love ja als eins seiner stärksten Werke. Ich habe das immer noch nicht gelesen, hab's noch hier auf dem Sub, aber wenn die Serie dann rauskommt, wird das auf jeden Fall der Stein sein, der das Ganze in Schwung bringt, dass ich dieses Buch doch noch zeitnah lese. Soweit ich weiß, geht es hier um eine Witwe, die dann eben gespielt sein wird von Julianne Moore, die so ein bisschen hinter die Geheimnisse ihres toten Mannes kommt. Gleichzeitig gibt es auch einen Stalker und einfach allerlei schreckliche Stephen King-Geschichten, die man sich so vorstellen kann. Apple TV hat ein relativ gutes Produktionsvalue, wenn ihr mich fragt. Also ich habe da auch schon The Morning Show geguckt und es gibt noch ein paar andere Filme und Serien, die mich wirklich sehr interessieren. Und das sieht alles sehr hochwertig aus. Dementsprechend glaube ich, dass Love wirklich eine richtig gute Adaption werden könnte.
Ich meine, dieses Buch hat ja auch immerhin über 700 Seiten, deswegen finde ich es auch hier super, dass wieder auf eine Serie gesetzt wird und nicht auf einen Film. Und da bin ich dann schlussendlich sehr gespannt darauf, was Julianne Moore quasi mit dieser Rolle und mit diesem Buch hier anstellt. Es gibt noch ein paar Serien, die gerade verfilmt werden, bei denen es aber nur sehr, sehr vage Informationen gibt. Trotzdem möchte ich sie kurz ansprechen. Zum einen wird eine Serie basierend auf Sleeping Beauties kommen. Die Pilotfolge wird aktuell von Owen King geschrieben und das Ganze wird dann bei AMC laufen. AMC ist auch der Sender, wo zum Beispiel The Walking Dead beheimatet ist. Und auch das Ganze wird wahrscheinlich 10 Folgen haben, aber ist wie gesagt gerade in einem sehr, sehr frühen Stadium der Produktion. Es gibt noch keine Schauspieler. Man weiß eigentlich nur, dass Owen King gerade an dem Pilot schreibt. Dann befindet sich in Produktion eine Serie basierend auf Das Institut. Das Institut war für mich ja eher ein schwächerer King. Das lag vor allen Dingen daran, dass das Ganze irgendwie krampfhaft auf eine, ja, Otto-Normal-Verbraucher-Netflix-Zuschauerschaft zugeschnitten wurde. Also ich finde tatsächlich, dieses Buch hier war zu modern, war irgendwie zu wenig Stephen King und hatte auch so teilweise seine Längen. Aber da dieses Buch jetzt als 10-teilige Serie produziert wird, könnte das auf jeden Fall gut werden, weil ich glaube tatsächlich dadurch, dass es ja auch so ein bisschen an Stranger Things angelehnt ist und es sich auch eher irgendwie mehr liest wie eine Netflix-Serie als wie ein richtiges Stephen King-Buch, könnte die Verfilmung dazu richtig gut werden. Und hinter der Kamera stecken unter anderem Jack Bender und David E. Kelly, die schon für die Verfilmung von Mr. Mercedes zuständig waren. Und Mr. Mercedes ist für mich eine super Stephen King-Adaption, die ja mittlerweile 3 Staffeln auf dem Buckel hat. Und wenn das dann irgendwie mit Das Institut auch nur annähernd so gut wird, dann könnte das auch echt eine gute Verfilmung werden. Ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir bei der Adaption von Joyland. Joyland soll es nämlich als Serie auf dem US-amerikanischen Sender Freeform geben. Und Freeform ist ein Familiensender, bei dem schon so Schundserien wie Pretty Little Liars gelaufen sind. Aber auch dieses Projekt ist irgendwie noch in weiter Ferne. Man weiß nur, dass Freeform diese Serie gerne machen möchte. Und ja, natürlich, irgendwie ist Joyland nicht ein typischer Stephen King. Es hat nicht diesen krassen Horroraspekt. Es ist eine Coming-of-Age-Story. Wir haben einen Teenager als Hauptrolle, der in einem Vergnügungspark arbeitet und dort einen Mord aufdeckt. Aber ich weiß nicht, ob das dann trotzdem direkt so eine Teenager-Serie werden sollte. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und es war noch nicht alles. Es gibt noch eine weitere TV-Serie, die gerade in Arbeit ist. Und zwar ist das die Verfilmung der Kurzgeschichte Jerusalem's Lot. Das Ganze wird zu einer TV-Serie namens Chapelwaite und wir wissen schon, dass Adrian Brody die Hauptrolle spielen wird. Soweit ich weiß, ist das Ganze ja eine Vorgeschichte von Brennen muss Salem. Ich habe tatsächlich die Kurzgeschichte noch nicht gelesen. Dementsprechend bin ich auch nicht so ultra hyped auf diese Serie. Und viel mehr weiß ich auch noch gar nicht als diese eine Besetzung und dass es diese Serie wohl geben wird. Die ist tatsächlich schon in Produktion, also wir haben schon den Cast, es wird schon gedreht, dementsprechend könnte auch die 2020 schon kommen. Wo wir aber schon beim Thema Brennen muss Salem sind, und das ist jetzt die Überleitung zu den Filmen, die gerade in Produktion sind. Denn gerade vor ein paar Tagen gab es News, dass Brennen muss Salem neu verfilmt wird, und zwar als Film, und zwar vom Drehbuchautoren von S Teil 1 und 2. Und da wir hier jetzt schon den Posten der Regie und den Posten des Drehbuchautors besetzt haben, wird diese Produktion jetzt auch zeitnah stattfinden, denke ich mal. Also Brennen muss Salem ist auch ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Das ist ja, glaube ich, Stephen Kings 2. Werk. Es geht um Vampire, es geht um Horror, es geht um Grusel. Und da könnte auf jeden Fall auch ein cooler Film draus werden. Und ich habe mir das Buch mittlerweile auch in der Neuauflage vorbestellt. Das wird auf jeden Fall die nächsten Tage auch eintrudeln. Und dann ja, bin ich auch bestens gewappnet für den Film. Auch Todesmarsch wird aktuell verfilmt von New Line Cinema, die ja auch S schon rausgebracht haben. Viel mehr weiß man aber darüber nicht. Und das gleiche gilt für eine Reihe weiterer Verfilmungen, aber weil man eigentlich nichts darüber weiß, muss ich sie an dieser Stelle gar nicht großartig besprechen. Aber das sind eben alles nur irgendwie Gerüchte und dass die Rechte an irgendetwas verkauft sind, bedeutet noch längst nicht, dass es auch wirklich verfilmt wird. Dementsprechend würde ich sagen, belasse ich es einfach erstmal bei diesen Verfilmungen. Schreibt mir gerne unten einen Kommentar, auf welche Verfilmung ihr euch eigentlich am meisten freut. Das würde mich echt interessieren. Bei mir persönlich ist es, glaube ich, The Stand, vielleicht auch Sleeping Beauties, weil ich glaube, dass das echt eine geile Serie werden könnte.
Jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.